Hallo, ich bin Alfred Hess und unterrichte in der Musikschule Gaggenau das kleine Blech, die Trompete. Heute habe ich mitgebracht die Taschentrompete und die große Trompete, die normale Trompete, und möchte damit jedem ein bisschen verführen zum Versuch, das Instrument zu erlernen. Praktisch überhaupt kein Problem für alle Generationen. Ganz gleich, ob die ganz Kleinen, die Jungen, für die die Taschentrompete gedacht ist, oder die große Trompete. Sollte einige Voraussetzungen erfüllt sein, man sollte bassen können, summen können. Also summen wie eine Hummel. Und dann hat man schon das meiste richtig gemacht. Damit entsteht ein Ton und dieser Ton wird durch die Trompete getragen und damit kann man dann die Trompete zum Klingen bringen. Trompete ist ein absolut vielseitiges Instrument. Es wird gespielt in der klassischen Musik, in der modernen Musik, in der Volksmusik, in der Big Band, in der Unterhaltungsmusik. Trompete ist als Melodieinstrument geeignet, Trompete ist als Signalinstrument geeignet. Man kann chromatisch auf der Trompete praktisch jedes Lied spielen. Wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch in der Musikschule Gaggenau im Sekretariat, hinterlasst eure Daten und ich komme gern auf euch zu und wir machen ein Date aus und ihr könnt ausprobieren oder sehen, ob ihr dafür geeignet seid. Bis dann beim Versuch.